Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Deponia. Wo haben wir aufgehört? 23:13 Uhr, genau, das war's. Wofür habe ich denn das geöffnet? Keine Ahnung. Ich kann ja vielleicht auch wieder Doppelfolgen machen und dann entscheide ich das, weil dann passt das irgendwie so. Aber ich schneide mir das jetzt nachträglich zusammen. So, für YouTube, ich werde jetzt nicht am Ende jeder Folge begrüßen und so und tschüss sagen, ich schneide das jetzt einfach mal in Stücke, so wie es gerade gut passt. Seht es mir nach, der große Gronkh macht das auch so. Das ist also nichts Bösartiges. So, wir hatten zuletzt hier diese drei Stromumkehrer gefunden. Und Terra Green, danke für deinen Host. Irgendwie mag ich das Geräusch aber. Und ich will jetzt aber mal eben ganz kurz zurückgehen, weil ich habe vom Run einen kleinen Tipp bekommen. Das ist nichts Spielentscheidendes. Es geht nur um ein Achievement. Dass man nämlich. Ich sollte einfach mal versuchen, in diesen Kasten vom Kran einen von den Dingern einzusetzen. Jetzt weiß ich gar nicht welchen. Wir fangen jetzt einfach mal links an. Und irgendwas sollte dann passieren, aber es ist nichts Spielentscheidendes. Vergiss die Entwicklerkommentare nicht. Das stimmt. Was? Oh. Nein, 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 nein. Puh, das hier will ich offenbar nicht umkehren. Nicht nochmal. Okay, krass. Schwerkraftumwandler, eine Errungenschaft kriegt man dann. Stromumkehrer, dorsaler Stromumkehrer. Das war's, glaube ich, was fand ich cool. Bevor ich die. Ich pack die anderen lieber nicht ran. Wer weiß, was da noch passiert. Das ist vielleicht nicht so cool. So, wir gehen zur Tunnelpassage. Irgendwann sage ich auch, oh, so sieht das aus. So, wir müssen den hier ins Auto packen, ne? Welchen wollten wir denn da reinpacken? Verdammt, welchen brauche ich denn da? Das habe ich mir nicht gemerkt. Da fehlt ein Stümpel, einem Zylinder, ein Stümpel und ein. Puh, naja, auf jeden Fall fehlt da was. So viel erkennt der Fachmann. Ich bin jetzt eigentlich in Farbe. Hätte ich mich doch wieder auf Schwarz-Weiß schalten sollen, hat ja auch keiner was zu gesagt. Hat keiner was zu gesagt, wenn man schon mal fragt. Oder ihr habt was gesagt und ich habe es nicht gelesen. und Und? es hält. Ha, ich Ha! meine, natürlich hält es. Kinderspiel für einen Profi. Dann war das wohl der Richtige. Und was mache ich mit den beiden jetzt? Wir könnten noch hier, können jetzt Dann wollen wir fahren. mal. Oh, wie ein Kätzchen. Alles klar. Mit Asthma. Ein Ah, cooles, explodierendes explodierendes Asthma-Kätzchen. Asthma-Kätzchen. Viel mehr. Ah, losfahren, doch geht. Warte mal, ich muss mal eben ganz kurz die Hintergrundmelodie ein bisschen lauter machen, glaube ich. So, ich glaube, so passt das, ne? Rufo hat eben auch Oro gesagt. Rufus, ja, der ist, warte mal, losfahren. Und ab geht's. Wow. Yippie, ein Heben! Cool. Wow, was für eine Fahrt. Wo ich wohl gelandet bin. Na Hey, klasse. Moment mal. Aber. Das sieht hier genauso aus wie der Startpunkt. Nur, dass ich in die andere Richtung gucke. Sie müssen die Strecke symmetrisch angeordnet haben. Oder aber, ich bin im Kreis gefahren. So würde ich das aussehen. Wir müssten in die Richtung gleich nochmal. Osutu, danke für deinen Host. Und ich habe was geschrieben und andere auch. Ich finde es in Farbe besser. Dass. Ja, okay. Ich soll nicht so trostlos in der Ecke sitzen. Okay. Danke, danke, danke. Rufus findet Verwendung für genug Dinge im Inventar. Okay, alles klar. Schwarz-weiß habe ich invertiert. Wir nehmen dich, wie will ich bekommen. Oh Mensch, das ist nett. SFX noch. Ach so, nee, dann mache ich es hier im Stream lauter. Moment. Oh oh. Oh. So. SFX kann ich natürlich, ich kann es hier natürlich auch nochmal. Ich habe es jetzt im Stream mal lauter gemacht und. Warum sind die denn auf Null? Die sollen ja nicht auf Null sein, die Soundeffekte hier. Ja, alles klar. Besser. So, okay. Denn Schalter. Richtungswechsel? Ich wusste, Oh. dass das passiert. Cool. Okay. Alles klar. Schlüsselkasten. Abgeschlossen. Wie immer. Was haben wir denn? Gucken wir mal nach. Was können wir denn hier? Ach, was ist denn da? Ein Knopf. Schau an.
Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Schrottladen? Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. Eben, die müssen wir auch noch überholen. Kontrolltafel. Gucken wir uns die mal an. Yep, alles klar. Ja, Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Well, was? Ich hab die meisten Lows heute, ja. So. Ja, nee, das ist ja, vorher war es zu leise. Der kommt aus Journey of a Roach. Da kommt der her. Ich kann mit der Kontrolltafel überhaupt noch nichts machen. Yippie! Schon wieder der Hebel! Ich wollte alle nicht losfahren, aber ist lustig. Ah! Es hat Pling gemacht. Okay, das ist irgendwie versperrt. Und das ist irgendwie Goal auf die andere Seite. Geht auch nicht so einfach. Und das ist auch in Betrieb nehmen, geht auch nicht so einfach. Sondern ich habe erst den Stromumkehrer zusammensetzen, den Minibike in Betrieb genommen. Dann direkt losfahren, funktioniert nicht, sondern wir müssen erst den Weichenhebel finden. Und dann müssen wir die Weiche stellen. Und dann müssen wir irgendwie immer noch Goal auf die andere Seite bringen. Aber eventuell überhaupt nicht mehr mit dem Kran. Vielleicht ja gar nicht mehr mit dem Kran. Gut, den Hinweis lese ich jetzt gerade noch nicht. Ich will mal ganz kurz ein bisschen... Eben, bitte kein Spoiler. Also ich rufe sonst auch gerne nach Hilfe mal. Und wenn dann eher dezente Hinweise. Aber jetzt gerade, ich habe ja hier noch gar keine Probleme. Die fangen ja erst an. Nee. Moment, ich will darauf nochmal. Geh doch mal schneller. Dann den Knopf drücken und dann werde ich ja wieder nach oben teleportiert. Das machen wir jetzt erstmal. Zack. So, okay. Zwei Fotos und jetzt gehen wir zur Tunnelpassage. Ich hoffe, jetzt laufe ich oben entlang. Ja, das ist doch gut. Knopf. Oha, es ist tatsächlich ein Geheimgang. Wohin der wohl führt? Ach. Ganz groß. Okay, aber dann, jetzt muss ich wenigstens nicht wieder mal aufs Bike. Okay, dann mal den Hebel. Das sieht doch gut aus. Signallampe. Alle Signale stehen auf Stopp, als könnte mich das aufhalten. War's vorher grün? Okay, es ist so ein Einwegschalter. Das ist schade. Wie, mehr kann ich hier nicht machen? Ich will doch zur Kurve. Gehen wir nochmal zur Kurve. Ging das nicht mal schneller, wenn ich doppelklicke? Die bewusstlose Frau in Not sitzt auf der anderen Seite der tiefen Schlucht fest. Und hier ist ein rostiger Lastenkran, um Schienenfahrzeuge zu beladen. So wie, da muss man kein Genie für sein. Ja, so wie ich das sehe, hast du das Problem. Das Problem ist, wenn du gedacht hast, Firma zu werden, ist eine gute Idee. Jetzt habe ich den Salat, das stimmt. Wir haben noch die Signallampe hier. Eine rote, ob wir die grünen anmalen können. Den Spiegel können wir da sicherlich nicht reinpacken. Zum Kran nach unten. Gehen wir doch mal nach unten. Wo kommen wir denn da hin? Da war ich überhaupt noch nicht, ne? Oder kommen wir dann zu dem alten Mann? Nee. Naja, gut, dann... Nee, zum Kran. Nee, komm, wir gehen zur Tunnelpassage wieder. Das führt so nichts. Warum sollte ich denn da nach unten gehen können? Kriegen wir noch raus. Lauf! Hallo? Geh mal nach oben. Ah, komm. Hallo, Mister. H2K16? Ich hab da Askick? Nee. Wofür steht die 6? Leadspeak halt, ne? So, okay. Ich dachte, den hätten wir genommen, den Schlüssel. Wenn die Leute nur etwas mehr Vertrauen hätten, müsste ich ihnen nicht ständig die Schlüssel klauen. Oder hängt der jetzt tiefer als letztes Mal? Ich dachte, den hätten wir schon genommen. Wartungsklappe.
Horizont. Bis zum Horizont, Tetanus, glänzender Rost und ungesicherte Stromleitungen. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Sehr schön. Tetanus, glänzender Rost. Das muss der Sicherungskasten für den Signalmast sein. Ja, aber wir haben keinen Sechskant. Mit dem Schlüssel kriegen wir den nicht auf. Das Thema hatten wir schon. Vom Doc könnten wir uns noch mal ein bisschen Schnaps besorgen. Misinformation, danke für den Host. Und Wert Oslo übrigens auch nochmal, danke. Das habe ich irgendwie, da kam gar kein Ton gerade. So, dann laufen wir nochmal zur Außenkurve. Moment, hat er nicht gesagt, schon wieder... Das Dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarortung. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Wänden abprallen und zack, sehe ich wie eine Fledermaus. Ich glaube, das Einzige, was da von den Wänden abprallt... Hier ist eine Wand, ganz eindeutig. Oh, Licht, endlich. Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Blöd, dass der Scheinwerfer nicht um die Ecke leuchtet. Alles klar. So, wir leuchten jetzt mal um die Ecke. Und zwar... So. Spot auf. Einen dreckigen Spiegel. Ja? So bringt das irgendwie noch nichts. Nicht? Das ist blöd. Wo leuchtet der denn hin? Du könntest hier an das Skelett hängen, wenn ein Schlüssel dran hängt. Die erste Hilfe ignoriere Ivy. Nicht fallen lassen, okay? Alles klar. So, okay. Jetzt müsste es ja vielleicht funktionieren, oder? Nochmal Signallampe anfassen vielleicht? Ach, da war ja die rote drin. Und wir haben. Na, verdammt. Wetten, das reicht so noch nicht. Dafür muss ich die Wartungsklappe aufkriegen und dann das Ding. Klar, der muss höher. Hang him higher. Das ist das Problem. Ich muss irgendwie an die Wartungsklappe kommen. Warum könnte ich nicht? Ah. Dann geht das Ding hoch. Und dann. Es ist immer noch zu dunkel für meinen Sonar. Blöd, dass der Scheinwerfer nicht um die Ecke leuchtet. Ja, wisst ihr was? Wir versuchen das jetzt trotzdem mal mit dem Schlüssel. Das ist ja das Naheliegendste. Nein. Passt nicht. Passt nicht. Und wieder bin ich dem Geheimnis des seltsamen Schlüssels einen Schritt näher gekommen. Sag mal, hat der alte Mann nicht vielleicht. Wir sprechen ihn nochmal an. Vielleicht gibt es ja was Neues mittlerweile. Hallo. Was? Oh, hallo. Wen spricht Gronkh eigentlich in dem Spiel? Also falls das schon dran war, habe ich es gar nicht gemerkt. Weiß es jemand? Nochmal zum Thema Frauen. Ist es eine Weißhunde? Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Ja, was denn? Ich habe es doch angeklickt. Hä? Was ist kaputt hier? Es geht nicht. Escape geht auch nicht mehr. Ah, der kommt erst ein Teil. Es geht nicht. Warte mal, kann ich überhaupt noch irgendwo hinklicken? Ja, kann ich. Also die linke Maustaste geht schon. Sie ist kaputt. Wo ist hier der Trick? Mir kam das Spiel eben schon so komisch vor. Und ins Menü komme ich jetzt aber auch nicht rein. Toll, hat jemand einen Tipp? Ja, das darf ich jetzt alles rausschneiden gleich. So ein Ärger. Ich stopp mal eben die Aufnahme. Ich starte dann nochmal eben das Spiel neu. Da muss ich aber den... Na, okay, bis gleich. So, da sind wir wieder. Jetzt läuft auch richtig aus dem Bild raus. Ja, irgendwas war da nicht ganz in Ordnung. Ankat ist auch mal eine Erfahrung wert. Hallo. Was? Oh, hallo. Und jetzt, ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Funktioniert doch. Immer her damit. Meine Freundin ist so schwer, meine Freundin, das ist, Nichts, was ich nicht auch alleine in den Griff bekomme. Neues hier. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. Do it yourself. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut. Und nie ohne Schutzbrille. Ja, Aufnahme läuft, Aufnahme läuft, Aufnahme läuft. Mein Timer läuft auch schon wieder. Wie kein... Nein, wird Oslo. Nein, nein. Irgendwo in Norwegen sitzt ein grinsender Mann in einer Badewanne. Ganz sicher. Ganz, ganz, ganz sicher. So. Achso, den Schnaps. Nee, den können wir ja nicht nehmen. Da können wir nur ein bisschen was draus süffeln. Irgendwas muss doch hier sein. Gucken wir nochmal in den Schrotthaufen. Was ist der Weichenstellkasten? Da brauchen wir einen Hebel für. Das Ding macht die Lampe an.
Da kommen wir zur Kurve. Ich habe einen Stromumkehrer verloren und drei gefunden. Ich sollte mir die Bilanz nicht ruinieren. Ja, wird auch so, der war ja gut. Ja, ich laufe jetzt mal durch die Gegend, Klimax. Richtig, stimmt. Ja, ich wäre jetzt sowieso in den Raum gegangen, aber insofern war das kein wieder Hinweis. Aber allgemein, wovor ich nicht richtig ratlos aussehe, möglichst keine Spoiler, bitte. Aber ich wäre jetzt hier zwangsläufig reingegangen, weil ich. Es ist ja gerade über. Oh, ein Lappen. Ha! Den gucken wir uns erstmal an, den Lappen. Ein hier. Dreckiger alter Lappen. So ein Jeder Lappen. Ernstzunehmende Tüftler hat so einen. Mhm. Ein Schraubenschlüssel nur für Achtkantschrauben. Der Super. Fachidiot unter den Werkzeugen. Der Fachidiot unter den Werkzeugen. Alles klar, da wissen wir, wo wir mit dem hin müssen. Gehen wir mal da nach unten. Und dann da lang. Wo ist überhaupt unser... Ach so, das ist ja oben geparkt worden. Ich hab gerade unser Minenbike gesucht. So. Ach, was mache ich denn? Es ist immer noch zu dunkel für meinen Sonar. Das ist mir gleich. Dass der Scheinwerfer nicht um die Ecke leuchtet. Das wissen wir schon. Ich wollte da ja auch noch gar nicht rein. So, jetzt leuchtet er aber gleich um die Ecke. Das ist ja gerade irgendwie eine Sicherung. Wartungskasten. Das muss der Sicherungskasten für den Signalmast sein. Und von wo steuere ich den dann? Ein Bauteil, das nur dafür da ist, kaputt zu gehen. Ja. Als bräuchte man dafür ein extra Bauteil. Tja, das habe ich mir irgendwie gerade anders vorgestellt. Ich dachte irgendwie, weißt du was? Keine Ahnung. Nein. Wahre Kreativität braucht keine roten Signallampen. So sieht's aus. Und wie kann ich das Ding jetzt verstellen? Irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Vielleicht können wir Sicherung mit Lappen benutzen. Dreckiger als vorher. Scheiße. Ich sag's ja immer. Putzen lohnt nicht. Sehr schön. Dreckiger als vorher. Ich sag's ja immer. Ja. Aber wir könnten mit den Lappen die Lampe vielleicht mal ein bisschen drehen oder sowas. Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es nicht putzen. Oh Mann, du sollst die, keine Ahnung, drehen oder sowas. Können wir ihm den Lappen geben? Vielleicht, er ist ja hier der Bastler. Vielleicht braucht er den ja. Vielleicht kriege ich was im Tausch. Ich glaub's aber nicht. Ah, ein hervorragender Lappen. Jetzt fehlt dir nur noch... Ja und so weiter. Ich brauche keine Belehrungen. Natürlich nicht. Ich sage mal Minibike. Minenbike. Wie heißt es doch? Keine Ahnung. Es ist weggefahren. Ich kann es gerade nicht sehen. Aber wir könnten den Spiegel mit den Lappen putzen. Der Spiegel sieht mich verdammt dreckig aus. Dieser trockene Lappen verteilt den Dreck nur. Er muss kaputt sein. Wo kriege ich denn jetzt hier Flüssigkeit her? Ach, warte mal, weißt du was? Mal gucken. Wenn ich den Stromumkehrer hier einsetze, verhält sich das Signal genau umgekehrt zur Signallampe. Exzellent. Das sieht doch jetzt so aus, als wäre da hinten vielleicht Licht. Es ist immer noch zu dunkel für meinen Sonar. Da hilft auch das Scheinwerferlicht auf dem dreckigen Spiegel nichts. Ja, okay. Also das Licht wäre jetzt drauf. Jetzt müssen wir den Spiegel irgendwie sauber kriegen. Achso, klar. Ja. Schnaps reinigt. Nein, ich habe nicht in einen Guide reingeguckt. Also es ist gerade relativ offensichtlich sogar für meine Verhältnisse. Sauber. Jetzt habe ich einen Lappen mit Alkohol. Sehr schön. Jetzt können wir da ein bisschen schnüffeln. Nee, erstmal gucken wir uns den an. Der riecht wie das Tuch, mit dem Lonzo die Tische abwischt. Er sagt, weil Alkohol ja desinfiziert, muss er ihn nie reinigen. Kennt ihr das aus der Schule noch? Diese Matrizenabzüge, so auf diesem Altpapier mit blauer Schrift, was immer so übel. Also die Älteren von euch kennen das. Macht man das heutzutage noch so? Nee, ich glaube, warum gab es eigentlich keine Kopiergeräte in den Schulen? Ich meine, keine Ahnung, selbst als ich irgendwie... Es gab Leute, die hatten Kopiergeräte zu Hause, die hatten in Schule immer noch keine. Warum haben die das überhaupt gemacht? Aber das Zeug, was so schrecklich nach Alkohol riecht irgendwie. Also nach so richtig purem Alkohol. Das ist, aber jeder hat immer dran geschnüffelt, ne? Was ich alles gemacht habe, 9-Volt-Batterien. Hast du was dagegen, wenn ich deine Sachen mitnehme? Einmal nach Verwesung stinken für nein. Ast rein. Okay, Alter. Ach, zu hoch, aber egal. Über Kopf zu arbeiten ist eh ungesund. Jetzt ist er zu hoch, willst du mich verarschen?
Den echt jetzt? Ich hätte es vorher machen müssen? Wir sind erst nach 1900 eingeschult. Danke, Wertauslo. Was heißt so hoch? Jetzt komme ich da nicht mehr ran? Wollt ihr mich verarschen? Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es nicht putzen. Es ist doch ein Scherz. Oder nicht? Ha, vorne strahlt sie wieder wie geleckt. Und von hinten sieht man sie ja eh nie. Was heißt zu hoch? Ugh, zu hoch, aber egal. Über Kopf zu arbeiten ist eh ungesund. Also ich halte das Spiel jetzt ja nicht für so unfair, dass man, Hey du, nun komm schon da runter. Ups. Ach. Es ist immer gut, einen Ersatz parat zu haben. Okay. Er ist reingetreten, er kann es auch selbst abwischen. Du sollst doch einfach das Ding als... Spot auf unseren Freund, den Gleisarbeiter. Ein Bein reicht mir. Ja Mann, komm, jetzt hab dich nicht so. Er hat angefangen. Nee, auf den Spiegel. Scherben bringen Glück, aber ich brauch kein Glück. Ich habe Sachverstand. Macht alles kaputt, selbst Tote. Ich muss das Ding doch wieder rauskriegen. Ich muss es doch... Einen Hebel hätten wir jetzt eigentlich, ne? Oder? Machen wir das mal so. Warum nicht? Der tote Schaffner wird zum Weichenhebel. Ganz welche genau. Ironie. Ja. Mist. Passt nicht. Ich brauche wohl doch den Hebel. Was? Bringt mir nicht in Versuchung. Legt euch nicht mit dem, was? Echt? Okay. Meine Mods legen sich gerade mit Ivy an. Gut, dass ich Ela noch habe, wenn die anderen beiden gleich nicht mehr sind. So, okay. Ich verabschiede mich für diese Folge, dass das letzte Mal ich mich verabschiede, weil die lade ich heute Abend noch hoch, damit ihr am Freitag, am Donnerstag was sehen könnt. Und den Rest nehme ich so am Stück auf. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.